Wir haben Pfingstsonntag, den 1. Juni 2009, Einweihung des neuen Jüberchkreuzes. Ein besonderer, für Hemer sogar historischer Tag, denn 1947, also genau vor 62 Jahren, wurde hier an derselben Stelle des Hügels ein Mahnmal der Versöhnung errichtet. Das Symbol der Versöhnung, das Jüberchkreuz. Aber gehen wir in der Zeitachse einmal einige Jahre in die Vergangenheit zurück. Auf dem Gelände, wo einst die Sportflieger ihr Eldorado hatten, wurde ein paar Jahre später, genauer gesagt 1937, mit dem Bau einer Kaserne begonnen. Diese aber schon zwei Jahre später, also 1939, zu einem Gefangenlager umfunktioniert wurde. So entstand das Stammlager 6a mit Franzosen, Briten, Belgier, Polen und später mit einer Überzahl Sowjets. Tag für Tag kamen mehr Kriegsgefangene am Bahnhof Hemer an und wie man sieht, einige wurden sogar wieder abgeschoben. Unvollendete Kaserne konnte die Bassen fast nicht mehr aufnehmen. Obwohl die Gefangenen trotz enormer Belastung ihre Behausungen selbst vollenden mussten, quoll das Lager über. Die Verpflegung bestand unter dem Minimum. Und damit stieg die Zahl der Toten von Tag zu Tag. Sie wurden dann mit LKWs oder sogar Handkarren durch die Stadt transportiert. Zu den eigens dafür hergerichteten Friedhofsstätten wie in Höcklingsen, auf dem Waldfriedhof oder dem Dullo-Gelände. Für unsere Stadt keine ruhmreiche Zeit, die aber bei der Geschichtsschreibung nicht unerwähnt bleiben darf. Doch das ist ein Kapitel für sich. So entstand nach der Kapitulation am 1. Mai 1945 bei vielen Jugendlichen die Idee, ein Kreuz als Zeichen der Versöhnung über die Gräber der Gefallenen und in Hemer kriegsbedingt verstorbenen Menschen aufzustellen. Josef Hermann Geismann als Leiter der Lehrwerkstatt in Westig, Josef und Hugo Fairfuß und Josef Bosold konnten mit Jugendlichen des CVJM und der katholischen Jugend am Samstag, den 20. September 1947, mit Pastor Adolf Rommann aus Hemer, Pater Bandowski aus Menden und unter Beteiligung vieler Besucher auf dem Jüberch ein 7,5 Meter hohes Kreuz aus Eisenträgern einweihen. Eine geschichtsträchtige Aktion. Ein Kreuz als Zeichen der Versöhnung über den Gräbern. Später wurde gegen den Wind auf dieser Anhöhe eine Verankerung befestigt. Trotz aller Maßnahmen konnte das Wahrzeichen in den Folgejahren durch dichten Bewuchs von Büschen und Bäumen nicht mehr so einfach wahrgenommen werden. Und als die Landesgartenschau 2010 in Hemer das Jahrzehntereignis werden sollte, musste das angerostete Kreuz von 1947 aus Sicherheitsgründen gegen ein neues ausgetauscht werden. Gesagt, beschlossen, ausgeführt. Das alte Wahrzeichen der Versöhnung hier am westlichen Teil des ehemaligen Truppenübungsplatzes wurde mit schwerem Gerät am 26. Mai 2009 abmontiert. Natürlich unter scharfer Beobachtung der Fachleute. Und wen verwundert es? Aufmerksamen Blicken vieler Hemeraner. Denn dieses Ereignis musste einfach im Bild festgehalten werden. Dicht beim alten Standpunkt des Jüberchkreuzes wurde eine neue, geeignete Stelle gefunden.
Somit konnten bald die notwendigen Arbeiten für den Betonsockel beginnen. Von Emil Nenzel nur noch eine kurze Verabschiedung, denn dieses historische Mahnmal würde in ein paar Stunden nur noch Geschichte sein. Noch ein Foto für die Presse. Alles war bis ins Kleinste geplant und durchgeführt. Schon bald war das alte Kreuz am Haken und die Demontage konnte beginnen. Und bereits nach wenigen Minuten war diese Historik Vergangenheit und leider der Verrottung preisgegeben. Kurze Zeit danach wurde das neue Kreuz, ein ebenfalls 7,5 Meter hoher und 280 Kilo schwerer Stahlkoloss aus der Bauschlosserei Bösch zum neuen Standpunkt gefahren und behutsam an den Kran befestigt. Am Rande sei erwähnt, das neue Kreuz steht nicht weit von der Stelle entfernt, wo eigens für die Landesgartenschau ein hoher Aussichtsturm, der Jübechturm, geplant ist. Für die Nachwelt hatte Emil Nenzel sich etwas Besonderes einfallen lassen. Er deponierte in dem Sockel des Kreuzes einen kleinen Plastikbehälter mit einer Mini-Bibel, die die Bergpredigt beinhaltet. Signiert mit den Unterschriften von ihm selbst, Eber Thomas und Paul Kramme. Der Akt der Aufstellung konnte beginnen. Radio MK und der WDR berichteten live darüber. Am Kreuz selbst wurde eine Messingtafel mit erläuternden Textzeilen und der Überschrift „Gegen das Vergessen“ angebracht. Die eigentliche Einweihung und Segnung des Jübechkreuzes fand dann am Pfingstmontag, dem 1. Juni 2009 statt. Schon früh am Morgen hatten sich über 500 Besucher am westlichen Teil des ehemaligen Truppenübungsplatzes eingefunden, um dieses historische Ereignis bei einem ökumenischen Gottesdienst mitzuerleben. Es war ein herrliches Frühjahrswetter.
Nach der Eingangsmusik des ortsansässigen Posaunenchors hob Bürgermeister Michael Esken in seiner Festrede die Bedeutung dieses Ereignisses mit Namensnennung von Emil Nenzel und Hermann Josef Geismann würdigend hervor. Auftakt dieses ökumenischen Gottesdienstes machte für die katholische Kirche Dechant Jürgen Senkbeil. Anschließend, nach nochmaligen Posaunenklängen, hob für die evangelische Gemeinde auch Pfarrer Wilhelm Gröne dieses historische Ereignis für Frieden und Versöhnung in den Vordergrund. Im Anschluss eines gemeinsamen Gebets ging man über einen schmalen Pfad hinauf zum Kreuz. Dem man nach kurzer Ansprache des Bürgermeisters durch die Geistlichen beider Konfessionen die Weihe und die besten Wünsche für die folgenden Jahre gab. Würdigen Rahmen für den Abschluss dieser Feier sorgten wieder wohlklingende Posaunen.